das zutiefst menschliche Bedürfnis nach gewaltfreier, zwangloser Verbindung je ganz unberührt verschiedener in dennoch geteiltem Raum, gleichsam als Minimalkonsens größtmöglicher Makrokosmen, die einander die Ringe des Saturn nicht beschädigen, nicht berühren, nicht einmal sehen müssen, um dennoch nicht in deren zarte Peripherien zu geraten. Die Rippen noch immer weiter gen Himmel gebogen. Heute beleben die gottlos gewordenen Steine brandende Basswellen von unten.
reißt unten nicht der Himmel auf, verlagern sich die Höllen in die Höhe. Lass die Sterne Sterne sein. Es gibt eine Sehnsucht zwischen den Menschen, einander nicht zu vereinnahmen. Es gibt eine Sehnsucht aller Planeten nach Gravitation. Und was Räume zu Räumen zusammenreimt, zieht in sich den Nabelpunkt nicht erst ins Vakuum, sondern setzt er entropisch ganz klang- und gewaltlos unendlichen Sphärenknall frei.